Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch zurück zu diesem geilen Game. Wir gehen direkt rein. Wir werden heute den neuen Charakter ausprobieren, den ich freigeschaltet habe, nämlich den guten Ghost. Das ist tatsächlich der, glaube ich, einzige Nahkämpfer, den es aktuell im Spiel gibt, mit einem richtig geilen Katana. Und er hat als Eigenschaft, dass wir 2,5% Chance haben, Angriffen auszuweichen. Klingt jetzt erstmal nicht so heftig und er spezialisiert sich natürlich auf Nahkampf. Ich bin sehr gespannt. Wir nehmen den mit und gehen natürlich rein in die Isolated City. Falls euch dieses Video hier am Ende gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und folgt doch gerne dem Kanal. Wir müssen uns ranhalten mit dem Game, denn ich habe gehört von euch in den Kommentaren, dass tatsächlich bald schon das erste größere Update kommen soll. Mitte August oder so sollen, glaube ich, schon eine neue Map kommen. Ich weiß nicht, ob da auch neue Charaktere kommen oder nur eine neue Map. Also müssen wir uns schon ein bisschen darum kümmern, dass wir hier durchkommen. Ich habe keine Ahnung, was der Typ kann. Alle 30 Sekunden kriegen wir mehr Crit-Chance und machen mehr Crit-Schaden. Wir werfen Shurikens oder wir upgraden unser Katana. Ich würde sagen, am Anfang upgraden wir erstmal unser Katana. Wahrscheinlich immer am besten die Grundwaffe zu upgraden. Und erstmal alles andere zu ignorieren. So mache ich es zumindest meistens. Und wir nehmen nochmal ein Katana mit. Also ich glaube, die Entwickler, die sind da hart bei der Arbeit, uns neuen Content zu liefern, wenn das erste Update schon bald kommen soll. Aber ich meine, kann ich auch verstehen, von dem, was ich mitbekommen habe, haben mir jetzt ja auch viele in die Kommentare geschrieben, dass sie das Spiel selber mal sich geholt haben und ausprobiert haben und auch überzeugt sind, was natürlich sehr nice ist. Wenn euch das Spiel gefällt, das freut mich sehr. Katana Splash kriegen wir jetzt als Fähigkeit. Unsere Katana-Technik macht eine Area vor uns. Bam! Ah, okay, wir treffen jetzt mehrere Gegner vor uns. Interessant. Wir haben den Charakter jetzt natürlich noch nicht gelevelt. Das heißt, wir können das Katana noch nicht weiter aufwerten auf die ultimative Stufe. Ich habe jetzt auch einen Tipp bekommen von euch, dass ich am Anfang vielleicht gar nicht mal so sehr darauf gehen soll, mir andere Charaktere zu besorgen. Sondern, dass man am Anfang vielleicht sogar darauf gehen könnte, dass man sagt, okay, wir ignorieren erstmal alles andere und upgraden einfach nur unseren Main-Charakter auf die höchste Stufe, dass wir alles auf ihm fertig machen. Und dann, wenn wir alles fertig haben, dann gehen wir erst auf die anderen Begleiter, weil wenn man die anderen Begleiter dabei hat, dann versauen die einem ja immer so ein bisschen den Upgrade-Pool, weil man bekommt dann Fähigkeiten von denen und dann ist es gar nicht mal so einfach, die gleichen Charaktere hoch zu upgraden. Und ich glaube, wir probieren das einfach mal. Bisschen alternative Strategien austesten. Sonst habe ich eigentlich immer relativ schnell einfach die Charaktere mitgenommen. Und wir nehmen jetzt hier mal die Shurikens mit. Schmeißen wir zwischendurch mal Shurikens. Ja. Ah, da. Da fliegen sie raus. Oh, ist ja ganz schön stark, der Typ. Also der schnetzelt hier ja alles weg. Im Nahkampf eine richtige Maschine. Und nochmal Shurikens, her damit. Ah, die fliegen durch die Gegner durch, machen ein bisschen Schaden. Jetzt natürlich noch nicht so krass viel auf der zweiten Stufe, aber ich würde sagen, sie sind doch relativ stark auch. Also ich habe das Gefühl, der Charakter ist von den Charakteren, die ich bis jetzt getestet habe, echt so am Anfang mit einer der besten. Und wir haben noch nicht mal die letzte Stufe fürs Katana freigeschaltet. Sollten vielleicht noch langsam mal zur Kiste gehen. Damit wir die auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob mehrere Kisten auf der Map sein können. Habe ich noch nie getestet. Weapon Fire Rate ist ja eigentlich perfekt für uns. Weil wir nicht nachladen müssen. Und das bedeutet einfach nur, wir greifen schneller an. Stimmt, wir müssen gar nicht nachladen. Wir können einfach permanent angreifen. Wir können richtig viel Angriffstempo mitnehmen. Und dann einfach alles wegballern. Wir gehen uns jetzt natürlich direkt das nächste Upgrade holen. Gönnen uns hier dann wieder Geld und einen Fähigkeitspunkt. Dann nehmen wir dann nochmal die Shurikens mit. Dann haben wir jetzt schon 2 von 3 Fähigkeiten auf höchster Stufe. Dann machen wir als nächstes noch diesen Crit-Angriff alle 30 Sekunden einfach hoch. Und dann holen wir uns den nächsten Begleiter. Ich weiß auch gar nicht, wen wir da mitnehmen wollen. Ich glaube, den SWAT, nee, den Tank, der gefällt mir eigentlich sehr gut. Für den habe ich jetzt inzwischen auch den Raketenwerfer mal freigeschaltet. Weil ihr mir gesagt habt, yo, der Raketenwerfer auf dem Tank, der ist richtig krank. Den wollte ich eigentlich heute erst spielen als neuen Charakter, beziehungsweise um euch den Raketenwerfer einmal zu zeigen.
weil ich den selber noch nicht getestet habe. Aber dann habe ich gesehen, dass wir jetzt diesen Katana-Typen hier freigeschaltet haben. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann probieren wir einfach direkt den aus. Den Tank können wir ja immer noch in unsere Gruppe holen und vielleicht auf Raketenwerfer gehen. Das Schöne ist auch, wir kriegen die ganze XP direkt. Das gefällt mir bei Nahkämpfern in solchen Spielen auch immer sehr gut. Lebensregeneration gefällt mir auch sehr gut. Muss ich sagen, ist, glaube ich, eins meiner Lieblings-Items. Auch ein Item, was ich letztes Mal genommen habe, was ziemlich stark ist, ist dieser Bär. Das habt ihr mir auch gesagt. Glück ist echt nicht schlecht zu haben. Der Bär gibt dir, glaube ich, 10 Glück. Und je mehr Glück man hat, desto öfter droppen die Gegner diese Items, die einen verstärken. Also zum Beispiel, dass man keinen Schaden nehmen kann. Dass man schneller angreift, dass man sich schneller bewegt. Und das sind natürlich so Sachen, die extrem hilfreich sind. Und deswegen sollte man auch von dem, was ich jetzt gelernt habe, immer eigentlich diesen Bären mitnehmen, so früh es geht. Je mehr man von diesen Drops kriegt, desto besser. Desto einfacher wird das Spiel eigentlich. So, wir liberaten nochmal, kriegen nochmal richtig Cash und gönnen uns hier nochmal Crit. Bis jetzt klappt das ja auch sogar ganz gut. Dafür, dass wir nur eine Person sind. Und Crit weiter, dann haben wir nämlich jetzt noch länger diese Crit-Effekt. Den machen wir jetzt einfach noch fertig und danach wird eingekauft. Was kriegen wir hier? Hier kriegen wir den Bär, perfekt, den kann man auch nur einmal haben, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt sollten schon deutlich mehr Sachen später droppen, wenn wir viele Zombies abschlachten. Sieht schon ziemlich nice aus, wie er sie mit dem Katana die ganze Zeit zerteilt. Und unser letztes Upgrade. Jetzt ist unser Charakter tatsächlich fertig. Das heißt, jetzt jedes Level-Up, was wir jetzt bekommen, gibt uns nur noch Geld, Leben und weiß ich gar nicht, was das dritte ist. Ich hatte noch nie einen Charakter fertig. Und noch keinen anderen Charakter. Okay, solche Gegner sind natürlich nicht so geil für uns, die sich viel bewegen. Also das ist gar nicht mal so einfach, den zu töten hier. Ja, okay, der ist ziemlich nervig. Da bräuchten wir dann vielleicht langsam mal ein bisschen Unterstützung. Und wir kriegen auch direkt Unterstützung. Sehe ich da unten schon. Oh, wir können Geld mitnehmen und 500 Leben wiederherstellen. Da wir volle Leben haben, macht natürlich das einzige Sinn, ist Geld. Dann holen wir uns jetzt, glaube ich, den Tank und upgraden den Tank erstmal weiter. Ah, wir kriegen nicht den Tank. Ah, will ich die Huntress? Ah, wir können rerollen. Hier kann ich auch rerollen. Komm schon, gib mir den Tank. Jawohl. Er gibt uns mehr Rüstung. Ich denke, das ist auch ziemlich geil für unseren Bild, weil wir doch jetzt eher Nahkampf sind natürlich. Der Tank ist ja auch eher so ein Nahkampfcharakter mit seiner Shotgun. Also ist nicht unbedingt auf extrem viel Range ausgelegt. Und wir werden jetzt mal seine Shotgun upgraden und werden gucken, ob wir den Raketenwerfer bekommen. Ich glaube, der würde richtig reinfetzen hier. So ein Raketenwerfer gegen viele Zombies ist immer geil. Aber es wird natürlich ein bisschen dauern. Wir müssen erst seine Shotgun durchappen und dann müssen wir... kriegen wir als letztes Upgrade dann den Raketenwerfer. Oder ich glaube, eine Minigun hat der auch zur Auswahl. Also der hat ziemlich fette Waffen. Und wir machen natürlich jetzt erstmal die Shotgun fertig. Und das Gute ist, wir kriegen jetzt auch nur Vorschläge, die alle zum Tank passen, weil wir ja den Katana-Typen schon fertig haben. Und deswegen kriegen wir nur noch Fähigkeiten, die zum Tank passen und müssen uns da gar keinen Stress machen. Ich muss sagen, das gefällt mir von der Strategie hier echt ganz gut, dass man erst einen Charakter fertig macht. Wir kriegen 200 Leben, aber verlieren 2 Lebensregenerationen. Finde ich nicht so stark. Wir kriegen 150 Leben. Das Item ist ja viel besser. Schau euch den Unterschied mal an. 50 Leben mehr für 2 Regenerationen verlieren ist ja richtig scheiße. Wir nehmen, glaube ich, aber Skill Cooldown mit. Weil ich muss sagen, ich mag die Skills vom Tank auch sehr gerne, wenn wir da später die Minen mitnehmen oder so. Oh ja, geil. Erstmal alles anziehen. Aber erstmal mehr Shotgun Action. Dann können wir die gleiche so eine Pump Action machen und dann rasiert er richtig rein.
nächstes SOS-Signal wird natürlich auch sofort eingesteckt. Da machen wir gar keine Kompromisse. Ich muss immer noch den letzten Charakter freischalten, von dem ihr mir auch immer sagt, dass der übel geil ist, den Medic. Aber der ist echt schwer freizuschalten. So, wir nehmen niemanden mit und wir gönnen uns die Pump-Action-Shotgun. Bis jetzt kommen wir echt gut durch mit zwei Leuten. Nochmal eine Pump-Action-Shotgun, let's go. Oh, es macht richtig Spaß, sich hier durchzuschnetzeln mit ihm. Also der gefällt mir ziemlich gut, der Charakter, muss ich sagen, mit dem Katana. Schön an die Gegner ran und dann einfach alle direkt wegspratzen mit einem Angriff. Da ist schon unsere nächste Kiste gespawnt und ein Miniboss, aber der war jetzt auch kein großes Problem für uns aktuell. Ich glaube, ich will eigentlich noch mehr Attack Speed. Wir können aber nicht mehr drehen. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich instantly reload your weapon, wenn wir Schaden nehmen. Ich nehme das mal mit, weil Crit Chance brauchen wir nicht so wirklich, weil unser Katana-Typ ja diesen 100% Crit-Skill hat, wo er dann sowieso garantierte Crits macht. Und ich glaube, da brauchen wir Crit-Chance nicht wirklich. Das würde sich nicht so extrem für uns lohnen. Dass unsere Waffen direkt nachgeladen werden, wenn wir Schaden nehmen, das kann man bestimmt verwenden. Später, wenn sehr viel los ist, zum Beispiel hier. Das war nicht so gut. Aber wir haben sowieso so viel Heilung rumliegen und die wurde richtig weggeklatscht. Die ist richtig weggeflogen, die alte. Sehr schön. Und hier holen wir uns jetzt nochmal direkt ein bisschen Cash. Tschüss, ich will keinen von euch. Und wir könnten uns jetzt hier die Minigun holen. Ich will aber den Raketenwerfer. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal hier die Minen. Ich müsste auch den Raketenwerfer vorgeschlagen bekommen. Das ist ja entweder oder, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, nochmal ein Magnet, ist okay. Frying Pan, Weapon Damage und wir kriegen ein bisschen Rüstung. Mehr Skill Damage oder Skill Cooldown, das ist geil. Weniger Skill Cooldown und schnellere Waffennachlader. Was natürlich, obwohl Waffennachladegeschwindigkeit bringt ja eigentlich unserem... Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Ich glaube nicht. Unserem Katana. Weil das lädt ja nicht nach. Das hat einfach nur Cooldown. Die Rocket Launcher. Yes, Mann. Ab dafür. Yo. Holy shit. Was hat der jetzt für einen fetten Raketenwerfer am Start? Okay, ihr habt mich nicht enttäuscht. Alle, die gesagt haben, der Raketenwerfer ist geil. Jupp, der Raketenwerfer ist geil. Yo. Jetzt brauchen wir den Raketenwerfer nur noch auf der höchsten Stufe und dann ganz viel Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate und dann ist vorbei. Also mit deinem Hackebeil, du kannst uns auch überhaupt nichts und Raketenwerfer weiter hoch uppen. Eine Stufe noch, dann haben wir ihn auf Maximum. Und dann werden wir wahrscheinlich anfangen, die Drohne zu upgraden. Die soll auch ziemlich geil sein. Und die habe ich auch noch nicht wirklich hochgeupgradet, weil ich da irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe die nicht so gefühlt, aber ihr habt mir da auch wieder gesagt, teste mal ein bisschen die Drohne. Die kann auch richtig krass sein. Diese Sägeblattdrohne, die der Tank hat. Und die werden wir auf jeden Fall mal antesten. Werde ich auch mal auf die höchste Stufe bringen. Ich hoffe hier... Kriegen wir jetzt etwas Drohnen-Action? Komm schon. Jawohl. Ah, ne, wir machen erstmal einen Raketenwerfer natürlich. Die Gegner sind echt ein bisschen schwierig, wenn man dieser Katana-Nahkämpfer ist. Und jetzt holen wir uns die Drohne. Weil der immer so hin und her rennt und man darf nicht zu sehr an ihm dran stehen, sonst wird man von seinem Angriff getroffen. Das ist gar nicht so einfach, den zu töten. Na, komm schon. Sehr schön. Es gibt auch einen Endlos-Modus, den ich, glaube ich, letztes Mal sogar freigeschaltet habe. Den werden wir auch mal anschauen, aber ich glaube, bevor ich den Endlos-Modus mache, will ich so viele Upgrades wie möglich haben. Im Shop halt von diesen permanenten Upgrades, weil ich denke mal, im Endlos-Modus wird das Spiel dann komplett ausrasten.
Aber den werden wir auf jeden Fall auch mal antesten. Weil ich denke, da ist das Potenzial dann da, dass es komplett eskaliert. So, hier noch ein Item. Bitte Nachladegeschwindigkeit. Ah, ich mach Skill Cooldown nochmal, weil das Item, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und Magnetenreichweite finde ich ist auch richtig nutzlos. Man hat Magnetenreichweite als permanentes Upgrade in diesem Geldshop und deswegen sehe ich das einfach nicht, dass wir das mitnehmen. Ich wüsste nicht, was uns das bringt. Und das nehmen wir natürlich hier wieder nochmal die Drohne und wir kriegen auch jedes Mal eine von diesen Drohnen mehr. Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal. Weil ich die, glaube ich, auch nicht geupgradet habe. Jetzt sehe ich auch, warum die geil sind. Wir haben jetzt schon 3 von diesen Drohnen um uns herum. Auf der letzten Stufe haben wir dann wahrscheinlich 5. Jetzt verstehe ich auch, warum die so gut sind. 5 von denen um sich herum zu haben, ist natürlich krass. Dann trifft man eigentlich alles, was im Umkreis ist. Burger, Weapon Fire Rate und Movement Speed. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Movement Speed kann man immer gebrauchen und Weapon Fire Rate können wir logischerweise auch sehr gut gebrauchen mit unseren Charakteren. Ich renne hier einfach nur noch durch die Gegner durch, ist komplett egal, wir sind so stark gerade. Und das mit nur 2 Charakteren, da sieht man mal, die Charaktere rushen ist gar nicht mal so krass. Wir sind gerade zu zweit unterwegs und machen irgendwie viel mehr weg, als wenn ich mit 3 Leuten unterwegs wäre, weil die halt viel, viel krasser geupgradet sind. Und nicht irgendwie alles durcheinander. Noch ein SOS-Signal. Sehr schön. Wir können auch bald tatsächlich den letzten Begleiter mitnehmen. Den letzten Überlebenden. Aber wir holen uns natürlich jetzt erstmal nochmal ein Upgrade. Und zwar die Drohne. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Minen auch noch auf die letzte Stufe ballern will. Aber ich glaube schon. Ich finde es so geil, wie die Zombies durch die Gegend fliegen. Wenn die Raketen die treffen. Aber wir machen die Mine auch noch fertig. Bestimmt gibt es ein Achievement, wenn man von 3 Charakteren alle Fähigkeiten geupgradet hat, aber ich glaube, das können wir noch nicht erreichen. Lifesteal. Lifesteal wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wenn wir mal ein bisschen Schaden kriegen, können wir uns ganz gut hochheilen. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen Regeneration. Oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Schaden nehmen irgendwie. Könnt ihr mir Schaden machen? Wieso machen die mir keinen Schaden? Macht mir bitte Schaden, ich muss... Die machen mir einfach keinen Schaden. Ich kann keinen Schaden mehr nehmen. Kann doch nicht sein, ich muss Schaden nehmen. Ich muss Schaden nehmen, weil wir müssen hier von diesen Medipacks, von diesen Herzen, müssen wir 100 Stück eingesammelt haben irgendwann mal. Dann schalten wir den Medic frei. Und mir fehlen da noch ein paar und ich kriege jetzt hier einfach keinen Schaden. Jetzt habe ich schon wieder Stone Skin. Ich kann keinen Schaden mehr kriegen. Ich töte die Gegner zu schnell. Hallo. Es funktioniert nicht. Ich versuche gerade wirklich in die Gegner reinzulaufen, damit ich Schaden bekomme. Jetzt. Oh, ja, sehr schön. Und jetzt. Okay, bei diesen explodierenden Gegnern geht das ganz gut. Und bei dir bestimmt auch, oder? Nee, du bist schon tot. Na toll. Aha, hier ist nochmal ein Medipack. Also wir müssten da schon ganz gut dabei sein. Ich habe irgendwie 70 Stück schon eingesammelt. Aber natürlich, wenn man die ganze Zeit Full Life ist, dann kriegt man diese Medipacks nicht. Die kann man nur einsammeln, wenn man Schaden bekommen hat. Und das ist dann ein bisschen kontraproduktiv. So, nochmal das Minenfeld. Dann brauchen wir nur noch ein Upgrade auf dem Minenfeld. Und dann können wir uns die Huntress, glaube ich, mitnehmen. Weil ich die Huntress... jetzt doch auch nur einmal benutzt habe in diesem einen Run, der auch nicht erfolgreich war. Ich würde da nochmal eine Chance geben. Skill Tool, Cooldown und Weapon Reload Time. Das gefällt mir gut. 10% Dodge wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich habe das Gefühl, brauchen wir in diesem Run einfach nicht. Also ich denke nicht, dass wir hier ausweichen brauchen.
Und das war unser letztes Upgrade für den Tank. Damit ist er auch komplett fertig und wir können jetzt gleich einen neuen Begleiter mitnehmen. Nochmal schön Schaden mitgenommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dazu kommt, dass ich versuche, aktiv in der Runde Schaden zu nehmen, weil wir einfach viel zu stark sind. Ich versuche wirklich, dass ich Schaden mitkriege. Nein, die Explosiven. Die Explosiven sind wirklich meine Retter hier. Hier nochmal ein Medipack. Und wir haben den Medic freigeschaltet. Sehr geil. Da wisst ihr auf jeden Fall schon mal, was wir in der nächsten Folge antesten werden. Und wir haben für den Ghost jetzt auch gerade die zweite Stufe freigeschaltet. Den zweiten Rang, weil wir 5000 Zombies gekillt haben. Das ist schon mal sehr nice. Hier können wir jetzt irgendwie wieder nichts mitnehmen. Deswegen nehmen wir Geld mit. Wir müssen auf unseren nächsten SOS-Hilfeschrei warten. Und da vorne sehe ich ihn auch schon. Wir nehmen jetzt mit. Ich nehme jetzt mal die Huntress mit. Den SWAT hatten wir jetzt schon so oft dabei. Und die Huntress kann auch mal jetzt zeigen, was sie kann. Wir rennen natürlich direkt wieder zur Kiste. Das ist mit Abstand die stärkste Kombi, die ich bis jetzt hatte. Also bei Annika, bei den anderen Kombis vorher hatte ich das Gefühl, okay, ich muss doch schon aufpassen, wie ich mich bewege. Ich habe hier das Gefühl, es ist komplett egal, wo ich lang renne. Solange ich jetzt mich nicht in diese Bossgegner reinstelle. Aber so kleine Zombies können mir wirklich gar nichts mehr. Und selbst Bossgegner habe ich das Gefühl, sind nicht mehr besonders gefährlich. Wir upgraden einfach den Bow von der Huntress und machen den dann gleich zu diesem Shotgun-Bogen. Bin auch sehr gespannt, was die vielleicht noch so für Upgrades hätte. Also man kann auf jeden Fall doch mehr freischalten, als ich am Anfang gedacht habe, dafür, dass noch nicht so viel Content da ist. Und wenn jetzt bald schon die nächste Map kommt und vielleicht sogar noch mehr Content an freischaltbaren Sachen, dann kann man noch mehr freischalten. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich das Spiel vielleicht mal im Stream anhaue und wir einfach mal alles Mögliche freischalten. Könnte ich natürlich auch alleine machen, weil ich will natürlich, wenn ich jetzt so einen Standard-Run mache, wo ich eine Fähigkeit freischalte, jetzt nicht jedes Mal ein Video dazu machen, weil ich will euch ja nur neuen, coolen Stuff zeigen. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das mal auf YouTube im Stream anwerfe, vielleicht nächste Woche oder jetzt am Wochenende mal schauen und dann gucken wir einfach mal, dass wir alle Charaktere auf die höchste Stufe bekommen und dann können wir damit in Zukunft in Videos noch geilere Runs haben. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet. Würde mich interessieren. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, weil dieses Spiel mir wirklich verdammt viel Spaß macht. Und je mehr Leute das mitkriegen, dass dieses Spiel geil ist, desto besser. Und wenn es nur 5 Leute sind, die bei mir reinschauen und sagen, sie kaufen sich das Spiel, dann das war es dann schon wert. Aua, oh, 400 Schaden. Oh, die sind so gefährlich, diese Charger. Jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen gerade. Wir sind nämlich tatsächlich schon in Welle, also wir sind schon bei 18 Minuten 30 in der letzten Welle. Das läuft richtig easy gerade und geht auch richtig schnell voran. 20 Minuten gehen so schnell vorbei, wenn man Spaß hat. Das ist jedes Mal erschreckend. Gut, dass ich jetzt so viele Medipacks hier rumliegen habe, weil ich die eben alle nicht mitnehmen konnte. Ich glaube, Medipacks werden aber auch vom Glückfaktor beeinflusst. Deswegen ist es natürlich auch nice, dass wir Glück mitgenommen haben. Also ich würde sagen, den Teddybär sollte man in jedem Run einstecken. Was könnten wir hier noch gebrauchen? Mehr Leben? Ach, wir machen Skill-Cooldown und Nachladegeschwindigkeit für unseren Raketenwerfer und unseren Bogen. Auch wenn der Bogen, glaube ich, ja auch keine Nachladegeschwindigkeit braucht. Der Bogen muss ja auch nicht nachladen. Also ist der Bogen, glaube ich, sogar eine echt gute Waffe zusammen mit dem Katana. Dann kann man Nachladegeschwindigkeit komplett ignorieren, weil man es sowieso nicht braucht. Und einfach nur auf Feuerrate gehen. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wir nehmen einfach mal den Pfeilregen. Und Stone Skin. Dann können wir wieder hier uns in die Gegner reinstellen. Und die machen gar nichts. Noch ein Level Up geht, dann upgraden wir nochmal unseren Bogen. Und nochmal Stone Skin, sehr schön. Hält aber ganz schön was aus jetzt.
15 Sekunden müssen wir noch. Ich würde sagen, das schaffen wir richtig easy. Gar kein Problem. Unser Raketenwerfer, der rasiert die Gegner einfach nur weg. Und alles, was uns zu nahe kommt, kriegt auch nochmal eine Menge Schaden. Nochmal ein Level. Wir machen den Bogen auf die letzte Stufe. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Charaktere, die du so in der Gruppe mitnimmst, keine XP bekommen und immer nur der Charakter, der an erster Stelle ist. Das, finde ich, könnte man auch noch ein bisschen cooler machen. Dass man halt nicht nur was davon hat, weil er hat jetzt, oder zählt das trotzdem? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das trotzdem zählt. Ich habe 3200... Nee, das zählt nicht, weil ich habe mit 5000 Kills neue Sachen für den freigeschaltet. Und das wären ja zu wenig Kills, also... Aber wir haben auf jeden Fall mit unserem Tank mehr Schaden gemacht als mit unserem Ghost. Weil der Tank einfach mit dem Raketenwerfer irgendwann alles weggesprengt hat. Sehr, sehr geiler Run. Wir haben den Medic freigeschaltet und wir haben neue Fähigkeiten freigeschaltet. Windcutter, 1000 Cuts und ein neues Item, Crit und Fire Raten. Nice, das hätten wir sogar echt gut gebrauchen können in dem Run. Dann würde ich sagen, geben wir noch eben unsere Punkte aus, damit ihr auch seht, wo ich aktuell bin in dem Fortschritt. Wir haben schon den letzten Baum freigeschaltet. Was ich jetzt ganz geil finde, ist Nachladegeschwindigkeit. Das würde ich sogar tatsächlich direkt zweimal holen, weil Waffen nachladen gefühlt ist immer wichtig. Und Lebensregeneration von 6 die Sekunde ist auch schon besser als ein Medipack. Dann haben wir noch 3 Sachen, dann könnten wir zum Beispiel Ability Cooldown uns nochmal holen. Oder ein bisschen mehr Leben haben zum Start. Aber ich finde eigentlich, dass die Leben ausreichen. Ja, und dann haben wir tatsächlich schon einiges freigeschaltet. Ich würde sagen, das war dieser Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde den Ghost sehr, sehr geil. Wir haben den Medic freigeschaltet. Der wird jetzt auf jeden Fall nächste Runde mal ausprobiert. Weil bei dem habt ihr mir auch gesagt, da kann man sehr, sehr viel cooles Zeug mitmachen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal rein, ob ihr Interesse an einem Stream zu dem Game habt, an dem wir einfach mal die Charaktere hochballern und uns alles freischalten. Und dann haben wir für die Videos ein bisschen mehr Eskalationspotenzial. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Video. Oder bis zum nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.